grüße dich und freue mich, dass du dich mir wieder anvertraust. Wir wollen heute gemeinsam deinen Atem studieren, vor allem deinen Atemfluss und dadurch einen sogenannten Check oder einen Status deiner momentanen Situation erfassen. Denn unser Atem steht symbolisch für unser Leben. Setze dich nun sehr bequem hin. Lehne dich in aufrechter Haltung an und schließe bitte die Augen. Sieh zu, dass du für die nächste halbe Stunde ungestört bleibst, um dich wirklich mit deinem Inneren vertraut machen zu können. Genieße nun die Stille und gehe in einen sanften, tiefen Atem. Rhythmus hinein. Versuche nun die Aufmerksamkeit aus deinem Kopf hinein in deinen Atem zu lenken. Beobachte und spüre, ob dein Atemfluss frei, leicht und harmonisch fließt. Nicht denken, sondern erspüren. Spüre nun, ob du dich beim Einatmen oder Ausatmen anstrengen musst, entweder vielleicht beim Einatmen oder vielleicht mehr beim Ausatmen. Beobachte dich ganz ohne Beurteilung. Manche haben das Gefühl, so eine Art Barriere in der Brust zu haben. So, als ob es schwer geht, Luft zu nehmen oder andererseits Luft herauszulassen. Beobachte und verändere nichts. Atme einfach weiter. Manche haben das Gefühl, als müsste das Eingeatmete wieder herausgedrückt werden. Beobachte und spüre, wie atmet es sich in dir. Wie du atmest, so lebst du. Die Art und Weise, wie du lebst, drückt sich nieder in der Art und Weise, wie du atmest. Einatmen steht für deine Art zu leben. Und für die Leichtigkeit, dir etwas zu nehmen vom Leben und aufzunehmen, zu empfangen. Einatmen heißt, ich empfange Lebensenergie. Ausatmen steht für das Loslassen, für das Reinigen, für das Vertrauen. Wenn ich etwas abgebe, kann etwas Neues kommen.
Atmen ist symbolisch für unsere Art zu leben. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf deinen gesamten Körper und spüre hier und da Empfindungen, die er dir mitteilt. Ist da Ruhe? Oder ist da Unruhe in dir? Gehe heraus aus deinem Denken. Erspüre die Mitteilungen. Wenn Ruhe oder Unruhe an gewissen Stellen da ist, dann sage: Liebe Ruhe oder Unruhe, du darfst jetzt da sein. Ich nehme dich jetzt bewusst wahr und du darfst da sein. Unruhe kommt meist aus Angst, aus Unsicherheit. Atme weiter und spüre, wo es in dir schwer oder leicht ist, in oder auf deinem Körper. Bei manchen ist der Kopf bleischwer vom vielen Kopfdenken. Andere haben schwere Arme und Beine als Zeichen von Erschöpfung. Die meisten spüren die Schwere auf der Brust oder auf den Schultern. Atme noch einmal ein, leicht oder schwer. Es fühlt sich vielleicht schwer an auf der Brust. Lass ein Bild kommen und nehme das erste. Oder es fühlt sich schwer an auf deinen Schultern. Da fühlen manche Steine oder Felsbrocken, Säcke oder Hände. Alles findet im Feinstofflichen statt. Doch wenn diese feinstofflichen Blockaden nicht aufgelöst werden, verursachen sie später Krankheiten und Schmerzen. Atme weiter und spüre nach. Drei Energien: Druck, Enge und Spannung. Fühle, wie dein Kopf sich anfühlt. Viele haben Kopfdruck, Spannungsschmerz vom vielen im Kopf sein, Kopfzerbrechen, zu vielen Gedanken. Wie fühlt es sich an im Nacken, im Rücken, frei oder hart? Fühle in den Bauch hinein. Fühlt er sich prall an, gespannt oder locker? Alle ihr Spannungen, ihr dürft da sein. Ich bin bereit, euch anzunehmen. Ihr seid ja meine eigenen Kinder. Ich habe euch geschaffen. Nimm nun dein Herz mitten in deine Brust
und atme tief weiter. Stelle dir noch einige Fragen und beantworte sie in der nächsten Zeit nach und nach. Du kannst hierbei die geistige Welt bitten, dir bei der Beantwortung zu helfen. Die Beantwortung ist elementar wichtig für dein künftiges Leben. Eine Frage könnte sein: Was in meinem Leben ruft nach Veränderung? Was stimmt nicht oder nicht mehr? Wo läuft es nicht gut? Wo ist vielleicht Langeweile? Wo ist Stagnation? Welche Gefühle rufen welche Empfindungen im Körper in dir hervor? Beginne sie ab jetzt zu spüren während des Alltags. Ist es Unsicherheit, Panik, Angst? Ist es Scham oder Minderwertigkeit? Ist es Ärger, Wut oder gar Hass? Ist es Groll, Trauer oder Einsamkeit? Ist es Ohnmacht oder Verzweiflung? All diese Dinge wollen dich nicht ärgern. Sie klopfen an und wollen dir etwas zeigen. All diese schattigen Kinder wollen angeschaut werden, denn nun hast du sie erzeugt und solltest sie freilassen. Freilassen, indem du sie erkennst, anschaust, annimmst und loslässt. Aber all dies ist nicht möglich, wenn du nicht gleichzeitig die positive Seite, die positiven Energien der Freude, des Lachens, der Leichtigkeit, des Humors, die Schönheit der Natur, die Schönheit der Musik, die Liebe zu anderen Menschen, die Liebe zu den Tieren, die Liebe zu allem, was lebt, in dir steigerst, indem du wieder das Auge für die Kunst entwickelst und nicht an allem Schönen einfach nur vorbeigehst oder dem Schönen noch nicht mal einen Blick zuwerfst. Gerade das Schöne birgt das Wahre und Gute am meisten in sich. Schönheit und Wahrheit liegen nah beieinander. Befreie dich von all deinen Gefängnissen. Werde heiter und jeden Tag glücklicher aus dir selbst heraus, indem du dankbar bist, auch für das Kleinste in deinem Leben, in deinem so wunderbaren, einmaligen Leben. Danke, dass es mich gibt.